Hallo YouTube und willkommen zurück. Ich habe eine kurze Aufnahmepause gemacht. Ja, wir sind jetzt dabei, wir müssen den alten Knacker hier, der mal wieder nur rumsitzt, Herztabletten besorgen und brauchen den Schlüssel, um hier jetzt in die Apotheke zu kommen. Ja, Schlüssel suchen, suchen, suchen. Genau, und guck mal, was wir jetzt hier so finden und hoffen, dass wir ihn jetzt gleich finden. Mit der Familie will ich jetzt nicht, erstmal nicht sprechen, habe ich jetzt keine Lust auf die. Die Sachen angucken haben wir, glaube ich, schon. Ja, genau. Die haben wir vorhin schon angeguckt. Genau. Zu der vielleicht mal. Die braucht anscheinend Batterien für ein Radio. Guck mal, ich weiß nicht, ob wir schon welche haben. Oder ob ich dir gerade einen Schokoriegel geben kann. Ah, genau, was zu essen. Oh, thanks. You're welcome. Weil ich glaube, die braucht irgendwas an dem Radio. Oh, yeah, she might, I suppose. Yeah, give it to her. I can take care of myself. Okay. Ja, gib mir gleich die Clementine. Erstmal gucken, was die hier. Good shot. Ja. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Bist du bereit für da draußen? You ready to head out? You got it. You? Ja. Yeah. Let's go. Gut. Also, eigentlich brauchen wir einen Schlüssel, aber Glenn ist gerade wichtiger zu holen. Ich glaube, der alte Sack, der macht es ja eh nicht mehr lang. Das ist jetzt meine Meinung. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Erstmal Glenn befreien, der hat ja Proviant. Vielleicht können wir dann damit wieder was anderes machen. Get down. Oh, shit. Oh. Uh oh. Did you see that? Sure did. Ach, da ist er. Be ready to shoot. Guys! Oh man, I'm glad you're here. Jesus, Glenn! Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way! We gotta go, now! Listen, I was out here looking for gas. Then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Uh-oh. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Fine, let's go save Glenn's damsel in distress. Gut, 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 Leute. Ah, hier oben steckt sie fest und wir... Oh, sind jetzt hier unten. Das heißt, wir müssen uns jetzt anscheinend Stück für Stück vorkämpfen gegen die Zombies. Und müssen das Mädchen, das die Frau, was auch immer da oben drin ist, retten. This is the plan. I don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. Noise attracts these things. Now let's have a look around. Gut. Da müssen wir das jetzt übernehmen. Da ist jetzt hier ein Sandsack. Guck mal. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. Ich weiß auch nicht so recht, wir gucken uns erstmal um. We can hide by that RV, if we're quiet and keep hinter dem RV verstecken. Oh, man. Ah, wenn du so reinguckst, wird man dich sehen. Right there, Eieiei, das ist ja krass. The girl's behind that door. Those two seem to be on the scent. Okay. We can hide by that pickup. Dann gehen wir mal kurz zum Pickup. Pickup! Das Picknickchen für den kleinen Hunger. Oh fuck. Da war schon. Gut, wir schauen mal in den Wagen rein. Au! Oh, wie machen wir die jetzt auf? What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools, or making a bunch of noise, and none with pillows.
Ja, ich würde fast vorschlagen, den Kerl erstes Mal. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. Ah, okay. Ich denke, die drücken ihm, genau, ins Gesicht drücken und Waffe reinhalten. That was sick. Oh oh. Gut, ersten Zombiehammer. Hat er vielleicht irgendwas Nützliches? Ne, kann man nicht schauen. Wir können die Tür aufmachen. Finden wir da was? Zünd? Was ist für ein Ding? Zündkerze. Okay. Okay. Wir gehen mal zurück. Ich weiß nicht, ich wollte den Schraubentier jetzt holen. Ja, ah, die Steuerung ist gerade ein bisschen komisch. Wir gehen nochmal zum Pickup zurück und holen uns jetzt den... Es geht nicht ohne Lärm, wir müssen halt jetzt leider die Scheibe aufbrechen. Ach, mit der Zündkerze, oder was? Let me see the spark plug. Porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. Was zur Hölle? Oh. Gut gegangen. Dann nix. Wir haben einen Schraubenzieher. Ich denke, den werden wir noch gebrauchen, um einen Zombie da zu töten. That's exactly what I was thinking. Dann. Also, da hinten haben wir jetzt noch einen und dann. Wir gehen erstmal zum Auto. Soweit ich gesehen habe. Jetzt. Gut, wir müssen das Auto jetzt schieben, wohin auch immer. Ah, zu dem da. Oh, der wird erdrückt. Und go, 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 go! Zack! That was awesome! Oh. Nein, die merken noch nichts. Ich kann mich nicht orientieren. Ach, jetzt sind wir wieder hier zurück an dem Auto, okay. Jetzt müssen wir wieder darüber gehen. Und müssen den Kerl irgendwie ausschalten, wie auch immer. Am besten wir rennen dahin. Puh. Ah. Oh, 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 oh. Den steche ich jetzt ab am besten. Warten, 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 warten. Und zack. Oh, hinten. Zack. Ja, schön. For sure. Gut, jetzt fehlen nur noch die zwei da oben. Und der dann natürlich. Die Axt. Ja, so muss es sein. Durch den Kopf ist durch, ja. Dude, where'd your weapon go? Into that ice pick sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Are you two done? Ja, dann nehmen wir mal unsere schöne Axt. Two more. That should help. Jetzt müssen wir die zwei also mit der Axt. Oh oh. Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you. Go. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir uns jetzt anschleichen oder.
Ich gehe einfach drauf. Direkt drauf. Ja, wie? Und... Zack! Und... Zack! Kopf ab, Mann. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer da drin ist. Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. Miss, we're coming in. Wir brechen es auf. Oh. Stop, just stop. I'm coming out. Oh fuck. Die wurde gebissen, ja. Oh god. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you. I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Len. I don't want that. It's not Christian. Please. Just leave me. Please go. What if you turn and follow us back to our group? I know. That was why I was locked away. Can't let this happen to me. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean, borrow? Give it to me. I can just, you know, end this, and then there's no problem. Yeah. Whoa. Please, I don't want to be one of them. They're satanic. Was machen wir jetzt? Gib es ihr. Das ist besser. Die soll sich einfach umbringen, dann ist es am Ende. No. Mach es. Fine. You're all fucking crazy. I've seen what hell is like and it's coming back as one of those things. Los. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. Oh Mann. Jetzt bin ich gespannt, ob. Nee, ich denke, die Szene sieht man nicht. Gott schütze dich. All right. God bless you too. Wow. Okay. Aber es war das Beste. Gut, wenigstens haben wir Glenn gerettet und einer Frau somit auch das Zombie-Leben erspart. Gut. Jetzt brauchen wir aber immer noch die Tabletten für den alten Mann. Everyone all right? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine and well, yeah. We're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out of won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Gut. Die Pillen. Get some rest, hon. Vorne. Bei dem Kerl an der Tür. Da müssen wir mal hin. Ich hab so das ungute Gefühl, irgendwo draußen was. Weil wir waren bis jetzt hier überall drin, nämlich. Heard or seen anything? Frag ihn mal. Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? Ja, genau. Not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Sehen wir uns mal um. Let's go have a look around. Cool.